Thomas Matuschka, 0:1 gegen Hansa Rostock. Was geht Ihnen direkt nach dem Spiel durch den Kopf, nach so einer Niederlage? Das ist beschissen, das ist der Logo, ey. Dass unsere Lage ja natürlich nicht besser geworden ist, aber ja. Ich denke, die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind als Mannschaft, auch nach dem frühen Rückstand, denke ich, ist, ja, war richtig gut, muss ich sagen. Und ich glaube, bin mir sicher, wenn wir so wieder für den anderen kämpft und irgendwann kommt auch das Glück zurück und dann werden wir auch mal wieder ein Spiel gewinnen und den Drecksbock endlich mal umstoßen und genug Punkte holen, damit wir am Ende über den Strich sind. Und das haben wir uns gerade auch nochmal gesagt. Wie gesagt, wir haben uns unter der Woche eingeschworen. Ich denke, wir haben eine richtig gute Reaktion gezeigt auf das Spiel in Aalen. Natürlich ist das Ergebnis wichtig, wir haben 1:0 verloren, aber wie gesagt, jetzt geht's alle Kräfte zum Müll. Wir spielen Mittwoch gegen Aue. Und dann müssen wir genauso auftreten wie heute. Und die Art und Weise, wie gesagt, die war völlig in Ordnung. Und dann, wenn wir noch enger zusammenrücken als Mannschaft, auch Kompliment ans Publikum, die uns 90 Minuten unterstützt haben. Und für die ist natürlich die Lage auch beschissen wie für uns. Das ist ganz normal, dass sie uns gewinnen wollen, dass sie Angst haben, dass es jetzt dass es runtergeht. Aber das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen trotz alledem irgendwie versuchen, positiv zu sein. Und wir als Truppe müssen, wie gesagt, nochmal enger zusammenrücken, noch ein Stück enger zusammenrücken. Und dann einfach weitermachen, wo wir aufgehört haben. Und irgendwann wird mal ein Ball vorne reinfallen. Und dann werden wir auch mal wieder ein Spiel gewinnen, da bin ich mir sicher.